Die Champions League-Saison 2018-19 ist eröffnet. Lionel Messi war der Mann des Abends im Camp Nou, brachte den FC Barcelona mit einem traumhaften Freistoß gegen die PSV Eindhoven auf die Siegerstraße. Ousmane Dembele besorgte später die Vorentscheidung, Messi traf dann auch noch zum 3:0 und zum 4:0 Endstand. Erlebe die Champions League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Im anderen Spiel der Gruppe B sah Tottenham nach einem Treffer von Christian Eriksen schon wieder sichere Sieger aus. Doch in den Schlussminuten drehte Inter Mailand auf, Mauro Icardi und Matthias Vecino verwandelten San Siro in ein Tollhaus und die Nerazzurri gewannen am Ende mit 2:1. FC Barcelona, PSV Eindhoven 4:0, 1:0, Tore, 1:0 Messi, 32., 2:0 Dembele, 75., 3:0 Messi, 77., 4:0 Messi, 87. Gelb-rote Karte Umtiti, Barcelona, 79. Angeführt von Superstar Lionel Messi ist der spanische Fußballmeister FC Barcelona fulminant in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Katalanen besiegten am Dienstag den niederländischen Meister PSV Eindhoven souverän mit 4:0, 1:0. Im zweiten Spiel der Gruppe B drehte Rückkehrer Inter Mailand beim 2:1, 0:0 gegen Tottenham Hotspur das Spiel. Den ersten Treffer in der neuen CL-Saison erzielte Messi mit einem perfekten Freistoß in den Winkel, 32. Mit zwei weiteren Toren, 77., 87. in der zweiten Spielhälfte vor 73.462 Zuschauern im Camp Nou schnürte der 31-jährige Argentinier seinen Dreierpack. Messi traf damit bereits 103 Mal in der Königsklasse. Zwischenzeitlich hatte der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele nach einer schönen Einzelaktion auf 2:0 erhöht, 75. Innenverteidiger Samuel Umtiti schwächte die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde in der Schlussphase mit einer gelb-roten Karte, 79. Die Gäste aus den Niederlanden mit dem ehemaligen Stuttgarter Daniel Schwab in der Innenverteidigung wurden nur gelegentlich bei Konterangriffen gefährlich. Ein Schuss des 20-jährigen Steven Bergwijn, 14., verfehlte nur knapp das Tor des deutschen Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen. Der Ex-Münchner Marc van Bommel musste auf der PSV-Trainerbank nach 7 Siegen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen. Inter Mailand, Tottenham 2:1, 0:0, Tore, 0:1 Eriksen, 53., 1:1 Icardi, 85., 2:1 Vecino, 90.2. Inter Mailand gewann das erste Spiel nach seiner Rückkehr in die Königsklasse nach fast 7 Jahren. Christian Eriksen, 53., brachte Tottenham in San Siro noch in Führung, doch Mauro Icardi, 86. und Matthias Vecino, 90.2. trafen kurz vor Spielende noch zum viel umjubelten Sieg. FC Brügge, Borussia Dortmund. 21 Uhr FC Liverpool, Paris Saint-Germain, 21 Uhr FC Schalke, FC Porto, 21 Uhr Galatasaray, Lok Moskau, 21 Uhr AS Monaco, Atletico Madrid, 21 Uhr Roter Stern Belgrad, SSC Neapel, 21 Uhr.